Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das Arbeitsjahr neigt sich langsam aber sicher seinem Ende entgegen. Und ich verrate wohl kein Geheimnis, wenn ich sage, dass das Jahr 2020 wohl eines der Jahre sein wird, das uns noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Es war auch in Brandenburg politisch betrachtet ein unwahrscheinlich ereignisreiches und interessantes Arbeitsjahr. Ich will nur an Themen wie den Kulturlandschaftsbeirat erinnern, den wir erstmalig nach den Bestimmungen der aktuellen Landesregierung im Koalitionsvertrag eingerichtet haben. Das Thema Wolf hat uns natürlich immens beschäftigt. Die Verbände des ländlichen Raums haben sich aus den Gremien des Wolfsmanagements zurückgezogen, weil sie zuletzt den Eindruck hatten, dass das reine Alibi-Veranstaltungen sind. Natürlich das Thema des Insektendialoges herausgegangen aus zwei Volksinitiativen. Mittlerweile insgesamt 10 große Runden im Brandenburgischen Landtag und es besteht zumindest Anlass zur Hoffnung, dass wir mit der 11. Runde im Januar nächsten Jahres hier auch die finanzpolitischen Entscheidungen zu den inhaltlichen Einigungen treffen können, sodass wir bei dem wichtigen Thema Insektenschutz in Brandenburg in der Tat ein Stück weiterkommen werden. Und dann stehen natürlich auch die beiden großen Novellen unserer Fachgesetze vor uns. Ich persönlich habe ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich die Novelle des Waldgesetzes für die wichtigere von beiden halte, weil wir aus einer ganzen Reihe von Gründen, Klimaschutz, neue Waldschäden, unbedingt den Rahmen, unter dem unsere Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer handeln, in einigen Punkten neu justieren müssen. Gleichwohl haben wir jetzt schon eine heftige Debatte um die Novelle des Jagdgesetzes geführt. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Wer schon eine Reihe von Novellen von Jagdgesetzen mitgemacht hat, weiß, dort geht es oftmals weniger um fachliche Fragen als mehr um so etwas wie Religionskriege, könnte man fast sagen. Und auch dort erlebt man dann das eine oder andere fast skurrile, wie beispielsweise letzte Woche erst, als unser Fachminister doch sehr froh verkündet hat, dass es beispielsweise im Norden Berlins einen großen Waldbesitzer gäbe, der das alles ganz hervorragend im jagdlichen Bereich macht und die Wildbestände hervorragend reduziert und gar nicht gemerkt hat, dass er eigentlich selbst gerade argumentiert, dass man alles das ja heute auch schon unter dem aktuell gültigen Jagdgesetz machen könnte. Ich sage aber trotzdem sehr deutlich, und ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, ich gehöre nicht zu denjenigen, der meinen, wir bräuchten diese Novelle des Jagdgesetzes nicht. Mit dem alten Slogan, es soll alles so bleiben, wie es ist, kann man keine Zukunft gewinnen. Ich glaube, wir sind gut beraten, dass wir diese Novelle des Jagdgesetzes offensiv eingehen. Und ich freue mich sehr, dass die Verbände des ländlichen Raums diesbezüglich auch einen Vorschlag gemacht haben. Jagd und Wildtiermanagement als Herausforderung der Zeit trägt er in der Überschrift. Und genau das ist es. Es geht um die Jagd, es geht um die Arten, die gut schmecken, die wir natürlich auch aus waldbaulichen Gründen dringend bejagen müssen. Es geht um die Arten, die wir mehr unter einem Wildtiermanagement-Gesichtspunkt betrachten. Da geht es um Arten wie den Biber, den Kormoran, am Ende des Tages natürlich auch um den Wolf. Da habe ich auch nie ein Geheimnis darum gemacht. Also alle diese Fragen müssen wir angehen. Für uns als Verbände im ländlichen Raum war dabei immer wichtig, dass wir Maß und Mitte halten. Das ist leider eine Sache, die wir gerade bei der Novelle des Jagdgesetzes vielleicht verlieren könnten, wenn man so ein oder andere Wortmeldung sich vergegenwärtigt. Und was mir auch sehr wichtig ist, und das würde ich fast so etwas wie als einen persönlichen Slogan sehen, wir sollten immer begreifen, dass es auch darum geht, leben und leben lassen. Leben und leben lassen, das fällt uns Deutsche, das ist mein Eindruck in letzter Zeit ja gelegentlich recht schwer. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Motto, um so einige aufgehitzte Debatten, die wir in letzter Zeit führen, vielleicht etwas mehr auf ein sinnvolles Niveau runterzubringen. Also, in diesem Sinne wünsche ich ein gutes Weihnachtsfest, einen in Anführungsstrichen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich auf die Herausforderungen, die im neuen Jahr liegen. Denkt daran, das neue Jahr ist immer das bessere Jahr, denn es bietet neue Chancen. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder.